David, hallo ihr Lieben, ich bin's, euer René. Herzlich willkommen auf der AIDS-Gala 2008. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich stehe vom Gürzen. Für die einen ist es das Wohnzimmer von Köln, für mich ist es Kölns Wohnzimmer. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo ist unser OB, der Fritze Schrammer? Er ist nicht da, aber ich habe angerufen, ja, Fritze, hast du Zeit? Ein klitzekleines Interview und was soll ich sagen? Er steht neben mir. Unser OB, unser Fritzemann. Wir sehen so ein bisschen ähnlich aus, wir haben denselben Friseur. Fritz, natürlich möchtest du auch erstmal alle begrüßen. Sag mal Hallo. Kann ich zunächst einmal nur für den Oberbürgermeister sagen, dass der sich freut und für einige gewünscht wird, was auch möglich sein muss. Er freut sich auf jeden Fall, Fritz. Erstmal vielen, vielen Dank. Jetzt ist ja so, wir sind so ein bisschen auf Recherche, der so Homosexualität in den 20er und 30er Jahren. Und da war es ja der große Magnus Hirschfeld, der hier im Wohnzimmer nicht sprechen durfte. Jetzt interessiert es natürlich mich und alle draußen im Saal. Dürfen Homosexuelle in Köln sich zu Wort melden? Waren wir auch im Vorfeld schon immer damit beschäftigt. Das, was also zum Leben, zum Genuss gehört und deswegen ist das also eine Ergänzung. Auf jeden Fall eine Ergänzung. Hat jetzt aber nicht so ganz meine Frage beantwortet. Also es ist ja so, in Köln wohnt 1 Million Menschen. Davon sind über 2,5 Millionen schwul oder lesbisch. Wie ist das? Kommen wir mal zu Wort? Können wir mal sagen, hör mal Fritze, wie sieht das aus? Für viele nicht Kölner ist eine solche historische Bedeutung. Mit diesen Ringen die Stadt heraus sich und ihr das heißt eben Leistung. Wir wollen sie etwas aufbauen. Das, was also wenn ich jetzt hier sitze, eben kann, wie wirklich sie eigentlich hat. Wir wollen sie etwas aufbauen. Das, was also wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, kann ich zunächst einmal nur für den Oberbürgermeister sagen, dass der sich freut und für einige, mit denen ja alle habe. Was soll ich sagen? Es hat sich nichts geändert. Wir dürfen immer noch nichts sagen. Hör mal, schönen Abend noch. Danke, Fritze. Oh.